So, da melde ich mich mal wieder zurück. Diesmal mit einem Westclox Electronic oder Electric Wecker, den ich auf dem Flohmarkt für 2,50 Euro mitgenommen habe. Ja, das Gehäuse ist nicht mehr so gut im Zustand. Es hat hier schon, wurde schon mal geklebt und ja, hat halt Kratzer und wie man es halt so kennt. Ja. Der Wecker funktioniert einwandfrei, nur innen musste ich die Glocke festmachen. Der Wecker dürfte wahrscheinlich so in den 70er Jahren entstanden sein. Made in Scotland, also in Schottland wurde er hergestellt von der Firma Westclox. Schauen wir mal, ob man das draufkriegen kann, da kann man es eventuell erkennen. Ja, das erste, was einem schon gleich auffällt, ist, dass der Sekundenzeiger unter dem Stundenzeiger sitzt. Diese Uhr hat einen Synchronmotor, der mit 230 Volt / 50 Hertz angetrieben wird. Genau. Ja, warum ich diesen Wecker eigentlich hochlade, weil bis jetzt könnte man ja noch meinen, das ist ja ein stinknormaler Wecker, ist zum einen, dass man hier zum Beispiel seine Nachttischlampe anschließen kann. Da kann man einfach den normalen Haushaltsstecker reinstecken. Und er hat hier hinten ein 24-Stunden-Weckziffernblatt, das man einstellen kann. Also, ja, wie gesagt, 24-Stunden-Weckziffernblatt sagt eigentlich schon alles. Man kann ihn zum Beispiel auf 22 Uhr einstellen und dann läutet er auch nur um 22 Uhr und nicht wie jeder andere normale analoge Wecker auch um 10 und um 22 Uhr. Man kann ihn hier oben ausschalten, indem man hier drauf drückt, hinten einen kleinen Knopf reindrückt und dann ist er aus. Also man muss sich etwas anstrengen und danach ist man dann noch wach. Wenn man wieder drauf drückt, geht er wieder nach oben und der Wecker ist wieder freigegeben. Ja, so, also, ich habe jetzt hier mal eine normale Glühbirne angeschlossen an mit Kabeln hier an den Wecker und habe den Wecker jetzt mal auf 12 Uhr eingestellt. Die Klingel läutet nicht, wie man es kennt, so drrrr, sondern sie macht ganz sanft, wie zum Beispiel beim Junghans Trivox oder Bivox, immer nur kontinuierlich ganz leise Ding, Ding, Ding und dazu schaltet halt sich dann die Lampe an. Ja, ich drehe ihn jetzt einfach mal auf 12 Uhr. Na, hab gerade etwas schwitzige Finger. Ja, und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Wie gesagt, wie man sieht, die Lampe schaltet sich an. Und wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, schaltet sich sowohl die Lampe aus, als auch dieses Ding aus von dem Wecker geht aus. So, und der Wecker ist ausgeschaltet. Dann drückt man drauf, wenn man ihn wieder anschalten will, und er geht wieder an. Man könnte ihn theoretisch auch als normalen Lichtschalter hernehmen. Ja. Dieser Wecker ist recht stromsparend, verbraucht nur 2 Watt. Wer allerdings einen noch stromsparenderen Wecker haben will, nimmt am besten einen Batteriewecker oder ganz umweltfreundlich einen normalen mechanischen Wecker. Da gibt es ja auch Varianten mit schönen Weckmechanismen, dass man nicht so hart mit einem schrillen Ton geweckt wird. Ja, das war's schon mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Felis.